Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit einem neuen Unboxing/Review-Video bzw. auch einem Real-Life-Video. Ja. Und zwar zeige ich jetzt erstmal in ein paar Bildern, worum es eigentlich geht. Ja, gut Leute. Dann zeige ich euch mal hier, worum es geht. Ja, ihr seht es auch schon, worum es jetzt hier in dem Video geht. Ihr seht hier den Router. Da soll dann halt letztendlich dieses neue LAN-Kabel rein, damit wir halt bessere Internetstabilität so haben, weil wir haben letztendlich eine 100.000er Leitung. Und da kommt halt relativ wenig an, also von diesen 100.000, das sind halt quasi 100.000 im Download und bis zu 40.000 im Upload. Davon kommen aber maximal, Minimum vom Download, 10.000 an bis maximal, wenn es mal gut läuft, 25.000. Und beim Upload ist das Ganze so, dass da insgesamt maximal ja 8 bis manchmal ja sogar nur 7 oder 6 Upload noch kommt und maximal, ich glaube so maximal habe ich mal gemessen, einen Wert von 18. Ja. Und um das mehr oder weniger einigermaßen jetzt zu fixen, versuchen wir halt hier eine Leitung halt direkt zu verlegen, abgesehen des Bildes jetzt eben vom Router. Das Ganze soll halt jetzt für eine gute Internetstabilität jetzt hier aus diesem Fenster gehen, damit wir letztendlich halt einfach eine bessere Stabilität halt haben. Von daher, ja. Gut. Das Ganze soll halt hier runter gehen. Das zeige ich euch jetzt in diesem Bild. Jetzt sieht man es. Da seht ihr jetzt in diesem Bild, das soll halt da runter gehen. Das ist jetzt halt Richtung Keller runter, wo meine Wohnung ist. Ja. Dazu gibt es jetzt eigentlich nicht noch was zu sagen. Aber ich wollte, glaube ich, auf jeden Fall noch was sagen. Auf jeden Fall, genau, es kommen auf jeden Fall 3 Teile von dieser Serie, 1 von 3 Teilen. Im zweiten Teil zum Beispiel wird es dann darum gehen, da kaufen wir eine LAN-Switch. Das ist dann so eine Verteilerdose, sage ich jetzt mal, Kasten, der das auf mehrere Stecker verteilt. Ist aber jetzt gleich auch noch ein Video mehr zu sehen von, oder unter anderem noch was zu sehen. Ja, von daher wird das dann halt in den Keller runtergehen. Und ja, wo wir jetzt vom Keller reden, würde ich sagen, Quatsch und gar nicht lange, zeigen wir auch mal jetzt hier unten das Eingangsfenster. Hier sieht man schön, da soll es dann halt runtergehen, also von da oben halt hier runter zum Fenster. Da soll dann das Kabel halt durch dieses Fenster halt gehen. Und ja, soll dann halt, wie halt in Teil 2 dann gezeigt wird, wird das dann quasi an diesen Verteilerkasten angeschlossen, so damit wir unseren PC und unsere Konsole mit Netz versorgen können, so dass auch der Upload richtig gut ist und Streaming richtig gut möglich ist. Da bin ich ja schon die ganze Zeit am Basteln, aber irgendwie trotz 100.000 Leitung, wenn halt nichts ordentlich ankommt, funktioniert es halt nicht, und wenn es so störungslos wäre, beziehungsweise so viele Störungen halt so, dann funktioniert das halt schlecht. Ach, guck mal, da sieht man mich sogar im Hintergrund. Nice. Also, ne, der Verteilerkasten, der soll halt, hier sieht man es auch schön, hier irgendwo auf der Fensterbank oder da hinterm Schreibtisch verbaut werden, weil ich habe eigentlich eine Fritzbox hier unten als Repeater und irgendwie eine, ihr seht in der Wand da hinten so ein Kasten, ich weiß nicht, ob das ist, weil ich meine hinter dem Monitor und ich zeige das mal was war. Ja genau, hier ist dann, das meine ich, das Ganze, wo der Pfeiler drauf geht.
ja, das ist auf jeden Fall das Ding und es funktioniert aktuell irgendwie einfach gar nicht mehr. Ist aber auch jetzt mir mittlerweile egal, ich bin halt schon 2-3 Jahre jetzt mit den Dingern unterwegs. Und habe eigentlich nur Probleme gehabt und es hat halt nicht richtig funktioniert. Gut, Leute, das war es auch schon jetzt, beziehungsweise mit diesem Video. Ja. Jetzt geht's weiter zum normalen Video mit wirklich Video und ohne Bilder. Okay. So, ihr habt jetzt gesehen, worum es geht. Das will ich einfach mal sagen. Quatschen wir gar nicht lange rum. Wir gucken direkt mal, was sich in diesem Paket befindet. Diesmal mal keins von Amazon, aber auch nicht von Wish. Wir machen das einfach mal auf. So. So. Guck mal, ob ich das hier schon. Hier, Lieferschein, also Lieferkontrollschein. Ja, mal gucken, ob es noch wieder so weit ist. Das ist einfach nur ein Adapter. Sind drinnen. Ja, die liegt mal hier. Und dementsprechend das Kabel. Ich werde euch auch den Link direkt ganz oben in die Infobox packen. Wenn ihr da Interesse an den Produkten habt, ich werde nicht für die Suche bezahlt, aber trotzdem, ja, dann könnt ihr auf jeden Fall mal da vorbeigucken und selber mal gucken, was es da alles für so ein Shit jetzt im positiven Sinne gibt. Ziemlich viel Kabel haben die üblicherweise. Ladekabel, HDMI. Ja, ich habe selber dann nur das Kabel bestellt. Wetterbeständig. Hier natürlich auch die Dinger. LAN-Switches. Da kommen wir noch im nächsten Teil, weil ihr seht auch im Titel. Teil 1 von 3. Das ist nämlich eins von 3 Videos, die ich aufnehmen werde. Da wird so ein LAN-Switch auch noch eine größere Rolle spielen. Allerdings nicht so ein Ding, sondern ein 5-Port-Switch. Den habe ich auch schon bestellt. Kommt aber auch noch ein Video zu. So. Boah, die hier für fette Dinge haben. Schaut euch mal das Ding hier an. Das ist ja schon krass. 134,89 Euro. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja, nehmen wir auch jetzt HDMI. UHD 4K 60 Hertz. Das ist nicht zu viel. Aber okay, reicht endlich. So, USB, zwischen Adapter und irgendwie, ne? Hier irgendwie, wenn blöd der USB sitzt, dass man das irgendwie umleiten kann und so. Wie man das halt braucht, zwischen Stecker halt. Ja,
nicht schlecht. Echt sehr viel Kram. So, richtig sehen, wir müssen noch ein bisschen weiter hier rüber halten. Sonst seht ihr ja gar nichts, oder? Wenn ich das hier halte, seht ihr auch was. Nee, seht ihr nicht? Also ich bin schlau. Ich bin richtig schlau, man sieht gar nichts. Aber egal, ich werde euch einfach mal ein paar Bilder stattdessen einblenden. Für die Sachen, wo man jetzt nichts gesehen hat, werde ich einfach auch mal ein paar Bilder zu einblenden. Von daher, auf jeden Fall, ich glaube, es hat dieses Katalogheft dazu. Jetzt sieht das auf jeden Fall noch richtig. Da gibt es auch diverse Sachen. Ich blätter dann aber nochmal eine random Seite auf. Hier. Ne, HDMI. LAN-Kabel, alles Mögliche. Und dann halt hier kommen wir, was meinte ich mit den dicken Switch-Dingern. Und diesen Adaptern. Naja, gut. Jetzt legen wir wieder den Karton zurück. Das sind die Schwammer, das halte ich mal weg. Mal wegschmeißen. Katalog tue ich so auch schon mal weg. Den können wir eigentlich hier drin. Nee. Moment. Den packen wir also mal weg. Den Karton. Den wollen wir auch schon mal weg. Dann Kabel. Hier sind mal die Produkte. Hier diese Zwischenstecker, damit man dieses Fenster leiten kann, und hier das LAN-Kabel. Gut, Leute, das war's auch schon mit dem ersten Teil des Videos. Jetzt folgt ihr nächstes auch relativ schnell in Teil 2. Wenn euch das Video gefallen hat, wahnsinnig ein Like freuen. Und wenn ihr weiter nach diesem Kanal nicht verpassen wollt, könnt ihr euch abonnieren. Wenn ihr draußen schaut, Leute.